Guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Fatima Meyer und ich bin Doktorandin im Energieprojekt am Institut für evidenzbasierte Diätetik an der Hochschule Neubrandenburg. Ich freue mich sehr, Ihnen heute das Thema Sarkopenie, alters- und krankheitsbedingter Muskelschwund präsentieren zu dürfen. Ich werde auf folgende Themen eingehen. Was ist Sarkopenie? Wie häufig kommt es vor? Was sind die Zusammenhänge zwischen Skelettmuskelmasse, Alter und Geschlecht, Diagnose von Sarkopenie und auch die Diagnose nach der europäischen Expertengruppe, die Entstehung von altersbedingter Sarkopenie, die Folgen und abschließend die Therapiemaßnahmen. Wir werden erstmal mit der Begriffsklärung anfangen. Bereits 1931 beschreibt MacDonald Critchley. Zu diesem Zeitpunkt war er Junior-Neurologe am King's College Krankenhaus in London. Die Veränderung der Muskulatur mit zunehmendem Alter. Die Veränderung wird anhand an Fußmuskeln erkennbar. Ich glaube, wir haben noch ein Mikro an. Ich kann. Bitte können Sie das ausschalten? Dankeschön. Okay. Aber den Begriff Sarkopenie wurde erstmal 1988 durch Erwin Rosenberg als klinisch relevantes Phänomen auf einem Kongress in Albuquerque in New Mexico, USA vorgestellt. Der Begriff Sarkopenie leitet sich vom griechischen Wörter Sark und Penia ab. Sark steht für Fleisch und Penia für Mangel oder Verlust. In den letzten Jahren wurde mehrere Definitionen und Diagnosekriterien vorgeschlagen und die Europäische Expertengruppe, das ist die European Working Group on Sarkopenia in Older People, abgekürzt EFSOP, sie definiert Sarkopenie als ein Syndrom, welches durch progressiven und auch generalisierter Verlust der Skelettmuskelmasse und der Muskelkraft gekennzeichnet ist und mit einem erhöhten Risiko negativen Folgen wie körperliche Einschränkungen, schlechte Lebensqualität und Mortalität verbunden. Seit 1. Januar 2018 ist die Sarkopenie in der deutschen Version der ICD-10-PM kodiert. Der neue Code berücksichtigt sowohl die Muskelmasse als auch die Muskelfunktionalität als Kriterium für Sarkopenie. Die Abkürzung ICD-10-GM steht für die internationale Klassifikation of Disease German Classification. Also Deutsch ist es die internationale Klassifikation der Krankheiten und verwendeter Gesundheitsprobleme. Sie wird durch das, ich glaube, wir haben auch noch ein Mikro an. Bitte können Sie das ausschalten? Dankeschön. Die Abkürzung ICD-10-GM, wie ich vorhin gesagt habe, zu Deutsch ist die internationale Klassifikation der Krankheit und verwendeter Gesundheitsprobleme. Sie wird durch das Deutsche Institut. Sie wird durch das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag. Bitte können Sie die Mikros ausschalten. Dankeschön. So, entschuldigen die Störung. Sie wird diese ICD-10-GM, sie wird durch das Deutsche Institut für medizinische Dokumentation und Information im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit herausgegeben. ICD-10 dient der Verschlüsselung von Diagnosen in den ambulanten und auch in stationären Versorgung. Entschuldigung. Okay. Das Krankheitsbild der Sarkopenie basiert auf Primär- oder Sekundärursachen. Altersbedingte Sarkopenie wird den primären Ursachen zugerechnet,
Und die sekundären Ursachen sind durch chronische Krankheiten, Inaktivitäten sowie Mangelernährung gekennzeichnet. Während sich die ursprüngliche Definition von Sarkopenie ausschließlich auf den Verlust von Skelettmuskelmasse und Muskelkraft bezog, stellte die Europäische Expertengruppe in 2019 fest, dass Sarkopenie den Verlust von Skelettmuskelmasse, Kraft und Funktion definiert wird. Jetzt kommen wir auf die Prävalenz, die Häufigkeit. Die Prävalenz der Sarkopenie variiert stark je nach Studien und auch analysierter Population. Obwohl unterschiedliche Studien deutlich voneinander abweichen, kann dennoch festgestellt werden, dass mit zunehmendem Alter ein recht hohes Risiko besteht, einer Sarkopenie zu erkranken. Die Sarkopenie betrifft mehr als 50 Millionen Menschen weltweit. In den nächsten 40 Jahren wird geschätzt, dass mehr als 200 Millionen betroffen sein werden. Hier haben wir eine Studie, das ist eine Querschnittstudie mit 243 Probanden im Alter von über 60 Jahren. Unterstützt die Festlegung, dass mit zunehmendem Alter ein recht hohes Risiko besteht, einer Sarkopenie zu erkranken. Die Ergebnisse hier zeigen eine steigende Tendenz an Sarkopenie zu leiden, je nach Alter, sowohl bei Männern als auch bei Frauen. Es gibt uns Hinweis auf einen progressiven Verlust von Muskelmasse nach dem Alter von 60 Jahren und eine Beschleunigung nach dem Alter von 75 Jahren. Hier können wir auch sehen, zwischen dem 45. und 90. Lebensjahr verliert der menschliche Körper etwa die Hälfte seiner Muskelmasse. Aufgrund eines gesteigerten Proteinabbaus nehmen die Muskelfasern sowohl an Zahl und auch an Größe ab. Dieser wird durch Fett und Bindegewebe ersetzt. Dadurch sind die verbleibenden Muskeln klein und schwach. Dann kommen wir, was in dieser Zusammenhang zwischen Skelettmuskelmasse, Alter und Geschlecht. Das Alter ist der wichtigste Faktor für die Primärsarkopenie. Zu den Mechanismen altersbedingte Sarkopenie gehören unter anderem die Atrophie, das ist der Gewebeschwund der Muskelfasern, insbesondere der Typ-2-Fasern. In der ersten Abbildung A, in diesem Diagramm ist zu entnehmen, dass Männer im Alter zwischen 15 und 83 Jahren eine altersbedingte Abnahme der Muskelquerschnittsfläche aufweisen, die nach 25 Jahren fortschreitet. Wenn wir hier in Abbildung B schauen, dieser wird hauptsächlich durch einen Verlust an Fasern, aber auch einer Verringerung der relativen Querschnittsfläche, insbesondere die Typ-2-Fasern, verursacht. Weiterhin, hier haben wir anhand an einer MRT-Aufnahme ist deutlich auch erkennbar, dass der Körper im Alter Muskelmasse abbaut und durch Fett und Bindegewebe ersetzt wird, welches die Muskelmasse dann auch infiltriert. Obwohl die Körpergewichte der einzelnen Personen in etwa dasselbe Niveau aufweisen, zeigen sich jedoch deutlich Unterschiede hinsichtlich der Muskel- und Fettmasse. Während ein durchschnittlicher 24-jähriger Mann ca. 10 Kilogramm Fettmasse aufweist, beträgt die Fettmasse eines 66-jährigen inaktiven Mannes in etwa 57 Kilogramm. Durch tägliche Aktivitäten kann der Prozess der Muskelersetzung durch Fett und auch Bindegewebe jedoch verlangsamt werden. Das ist ganz wichtig. Kommen wir auf unseren nächsten Punkt, und das ist die Aufbau und Erhaltung von Muskelmasse und Kraft über die Lebenszeit. Um die Entwicklung einer Sarkopenie zu verhindern oder zu verzögern, ist es wichtig, die Muskelkraft erstmal im jungen Erwachsenenalter zu maximieren, im mittleren Alter zu erhalten und ganz wichtig, den Verlust im höheren Alter zu minimieren.
Um das besser zu verstehen, kommen wir erstmal auf die Diagnose von Sarkopenie. Es gibt viele Möglichkeiten, um die Muskelmasse zu beurteilen. Welche Methode für die klinische Praxis und für die Forschung am praktikabelsten ist, ist von verschiedenen Faktoren, wie zum Beispiel Kosten, Verfügbarkeit oder Benutzerfreundlichkeit abhängig. Hier die zwei bildgebende Verfahren. Hier haben wir Computertomographie und die Magnetresonanzbildgebung. Sie gelten als sehr präzise Bildgebungssystem und zählen somit zu den Goldstandards für die Abschätzung der Muskelmasse. Hierdurch schränken die hohen Kosten, der begrenzte Zugang zu den Geräten an einiger Standorten und auch Bedenken hinsichtlich der Strahlenbelastung die Verwendung dieser Bildgebungsverfahren in der Praxis ein. Die Duell-Röntgen-Absometrie, Abkürzung DEXA, stellt eine Alternative sowohl in der Forschung als auch für die klinische Praxis dar. Die bessere Verfügbarkeit der Geräte im Vergleich zu CT oder MRT sind als großes Plus für DEXA zu vermerken. Außerdem, DEXA hat auch, sie ist auch kostengünstig und weist eine höhere Zuverlässigkeit auf. Obwohl ist es oft nicht flexibel und oft nicht so praktikabel im klinischen Alltag. Eine weitere Option steht die Bioimpedanzanalyse da, das ist die BIA, abgekürzt, welches das Volumen von Fett und auch fettfreier Körpermasse schätzt. Dieser Test ist kostengünstig, einfach zu verwenden und auch es ist sehr leicht reproduzierbar, sowohl für die Ambulanten als auch zum Beispiel bei bettlägerigen Patienten geeignet, weil wir haben ein mobiles Gerät und auch ein Standgerät. Bei anthropometrischen Maßnahmen, sie werden oft in den ambulanten Settings verwendet und basieren zum Beispiel auf die Messung der Oberarmumfanges oder der Hautfaltdicke. Diese Methoden sind sehr einfach anzuwenden und sind enorm kostengünstig. Allerdings sind anthropometrische Maßnahmen sehr ungenau und werden nicht zur Diagnose von Sarkopenie empfohlen. Jetzt kommen wir auf die Muskelkraft. Aus Praktikabilitätsgründen wird häufig in der Praxis die Handkraft verwendet, um die Muskelkraft zu evaluieren. Eine niedrige Handkraft ist infolgedessen ein klinischer Marker für eine eingeschränkte Muskelkraft und verminderte Mobilität. Die Beinpress- oder das Federmanometer sind weitere Möglichkeiten zur Messung der Muskelkraft. Leider benötigen diese eine spezielle Schulung und werden daher im Vergleich zur Messung der Handkraft nicht so häufig eingesetzt. Wenn wir schauen bei körperlicher Performance oder Funktionalität, zur Messung der körperlichen Funktionalität steht eine Reihe von Möglichkeiten zur Verfügung. Der Wissenschaft am besten überprüft und am häufigsten verwendete Test ist der Short Physical Performance Battery Test. Dieser Test basiert auf der Gehgeschwindigkeit, der Balance und dem wiederholten Aufstehen von einem Stuhl. Die Erfassung der Gehgeschwindigkeit wird oft als alleiniger Parameter zur Messung der körperlichen Funktionalität eingesetzt. Jetzt kommen wir auf die Diagnose von Sarkopenie nach den ESOP-Kriterien. Von der Europäischen Arbeitsgruppe zur Sarkopenie bei älteren Personen wurde Richtlinie für die Diagnostik erstellt. Die drei Diagnostikkriterien sind niedrige Muskelmasse, niedrige Muskelkraft und niedrige körperliche Leistungsfähigkeit. Eine Sarkopenie liegt vor, wenn Kriterium 1 in Kombination mit Kriterium 2 oder 3 vorliegt. Eine reduzierte Muskelmasse allein reicht also nicht aus. Es muss zusätzlich auch eine Einschränkung der Muskelfunktion, der Kraft oder der Leistungsfähigkeit nachweisbar sein. Besonders in frühen Stadien macht sich die Sarkopenie nicht immer durch klinische Symptome bemerkbar.
Sarkopenie kann sich als Muskelschwäche zeigen und sich durch einen Verlust an Kraft und auch Ausdauer bemerkbar machen. Muskulär Inanspruchnahme führt dann meist zu einer frühen Erschöpfung oder rascher Ermüdung. Ein Gewichtsverlust kann auf eine Abnahme der Muskelmasse hindeuten. Dieser fehlt hingegen aber bei sarkopenischer Adipositas, wo eine Gewichtszunahme bestehen kann, die auf einer Zunahme der Fettmasse mit gleichzeitiger Abnahme der Muskelmasse beruht. Mit anderen Worten gesagt, können auch fettleibige Menschen unter Muskelschwund leiden. Hier haben wir einen Algorithmus von der Europäischen Arbeitsgruppe zur Sarkopenie bei älteren Personen. Das ist die aktuellste Version von 2019. Hier haben wir erstmal ein Screening-Verfahren, dann kommen wir um die Identifikation einer Bestätigung von Sarkopenie und zum Schluss haben wir eine Schwergradstufung. Zur Selektion in Primärversorgung besteht die Möglichkeit, mittels einer Sarkopenie-Fragebogen, der SAC-F, gefährdete Personen zu identifizieren. In diesem werden 5 Fragen zu den Schwierigkeiten gestellt, die beim alltäglichen Tätigkeiten bestehen. Derzeit wird der Screening-Fragebogen in verschiedene Weltsprachen übersetzt und entsprechend validiert, in unterschiedlichen Studien durchgeführt, um die Ergebnisse auch später besser zu vergleichen. Ergibt die Auswertung 4 Punkte oder mehr von dieser Sarkopenie-Screening-Bogen, so liegt der Verdacht an Sarkopenie vor. Und eine weitere Abklärung ist erforderlich. Dann kommen wir, wenn es positiv, kommen wir auf Identifikation. Eine geringe Muskelkraft wird als Primärindikator einer möglichen Sarkopenie angesehen. Die Messmethodik ist die Handkraft. Und hier haben wir Grenzwerte. Bei Frauen liegt das bei 16 Kilogramm. Und bei Männern liegt das bei 27 Kilogramm Handkraft. Normalerweise mit Handkraftmessung, wir machen immer 3 Messungen und nehmen wir immer die höchste Messwert. Das entspricht dann die Handkraftmessung. Und dann vergleichen wir mit die Referenzwerte, das ist die 16 bei Frauen und die 27 bei Männern. Alternativ kann der Chair Rising Test herangezogen werden, bei dem die getesteten Personen so schnell wie möglich ohne Einsatz der Arme aus einem Stuhl aufstehen sollen. Hier beträgt der Grenzwert mehr als 15 Sekunden für 5 Wiederholungen. Dann kommen wir auf die nächste Kategorie. Hier haben wir die Diagnosebestätigung. Nach einer Wahrscheinlichkeit Sarkopenie, dann, wenn es niedrig automatisch geht in die klinische Praxis, wo die Ursacheermittlung stattfindet und natürlich eine Intervention, wenn es niedrig ist. Und wenn es niedrig kommt, wird jetzt zu der Diagnosebestätigung. Die Diagnose zur Sarkopenie wird bestätigt durch den Nachweis einer geringen Muskelmasse oder Muskelqualität. Geeignete Diagnosemethoden hierfür sind die DEXA, die BIR-Methoden, das ist die Bioimpedanzanalyse, oder die MRT oder CT, die Goldstandards. Falls zusätzlich eine geringe körperliche Leistungsfähigkeit nachgewiesen wird, spricht man von einer Schwersarkopenie. Hier haben wir dann die Schwergradstufen von Sarkopenie. Hierfür werden Tests, zum Beispiel die Gehgeschwindigkeit mit einem Grenzwert von 0,8 Meter pro Sekunde. Wir haben auch die Short Physical Performance Battery Test, auch mit einer Grenzpunkte von 8. In dieser Folie hier, Sie sehen eine Übersicht über die Referenzwerte. Das sind die Cut-off-Punkte, die von der Europäischen Gesellschaft für Sarkopenie in älteren Personen vorgeschlagen. Hier haben wir bei den Handkraft erstmal die 16 bei den Männern, bei den Frauen und 27 bei den Männern und der Aufstehtest. Und dann hier haben wir eher die Cut-off für die Muskelmasse sowie oder Qualität. Und zum Schluss haben wir hier die Werte für die Geschwindigkeit. Dann kommen wir auf die Folgen der Sarkopenie. Sarkopenie ist mit schlechten körperlicher Leistung verbunden und auch mit körperlicher Behinderung und auch
den Verlust von Unabhängigkeit bei täglichen Lebensaktivität. Die Ergebnisse haben entweder direkt oder auch indirekte Auswirkungen auf Krankenhaus- oder Gesundheitskosten. Oft ist das, dass sarkopenische Patienten, sie haben eine schlechtere, zum Beispiel klinische Outcome, eine höhere Mortalitätsrate im Vergleich zu Patienten ohne Sarkopenie. Um das besser zu verstehen, kommen wir erstmal auf die Pathophysiologie von Sarkopenie im Alter. Hier haben wir, dass die Sarkopenie manifestiert sich als Disbalance in der Regulation der Proteinsynthese und der Degradation der Muskulatur auf unterschiedlicher Ebene. So konnten zum Beispiel im Tiermodell nachgewiesen werden, dass die Proteinsyntheserate und die oxidative Enzymaktivität in Mitochondrien, unserer Powerhouse, Körperpowerhouse, mit zunehmender Alter abnehmen. Dann zum Beispiel haben wir hier Veränderungen, zum Beispiel Lebenszeitverläufe von Muskelmasse und Muskelkraft bzw. Funktion zeigen, dass die Muskelfunktion über die Zeit am schnellsten abnimmt. Zum Beispiel hier kommt oft auch, dass bei Bettlägerigkeit eine gesunde 80-Jährige während 10 Tage Bettruhe, das entspricht zum Beispiel 3 Tage bei Kranken, 5-mal so viel seiner Muskelmasse wie eine junge Erwachsene in 28 Tagen verliert. Die Muskulatur ist der größte Aminosäurespeicher im Körper. Sie fällt bei akuten Erkrankungen oder Mangelernährung Katabolikprozesse als erster Organ zum Opfer, während neurologische Strukturen dagegen als letzter bei mangelnder Zustand atrophieren. Gerade bei älteren Menschen ist somit Appetitlosigkeit und Mangelernährung oder Anorexie ein Problem für die Skelettmuskulatur. Dann kommen wir zur Therapie. Generell sollte ein regelmäßiges Skelettmuskeltraining eine übergeordnete Maßnahme bei allen therapeutischen und präventiven Maßnahmen bei Personen mit Sarkopenie sein. Die Effekte des körperlichen Trainings unter Anleitung auf die Muskulatur liegen deutlich über alleinige Ernährungstherapie oder pharmakologische Ansätze als effektivste Form sowohl der Prävention als auch therapeutischen Intervention und gilt eine ausreichende körperliche Aktivität mit regelmäßig Training in Kombination auch mit natürlich einer optimalen Ernährung mit ausreichender Proteinzufuhr. Das ist ganz wichtig. Es gilt gesichert, dass Krafttraining bei älteren durch eine Erhöhung der Muskelvolumens sowie eine Optimierung der motorischen Einheiten zu einer Zunahme zu einer Zunahme der Muskelkraft. Die Ernährung spielt in der Therapie der Sarkopenie eine ganz wesentliche Rolle. Dabei gilt es, Mangelernährung aufzudecken und auch eine bedarfsdeckende Ernährungszufuhr zu gewährleisten. Die empfohlene tägliche Proteinzufuhr liegt für Menschen über 65 Jahre laut Empfehlungen der WHO bei 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag, der Deutsche Gesellschaft für Ernährung bei 1,0 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag und zur Prävention und Therapie der Sarkopenie laut Konsensus im Bereich Sarkopenie liegt das bei 1,2 bis 1,5 oder sogar mehr Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Hier haben wir eine Übersicht, wo wir sehen können, dass körperliche Training zum Beispiel als Intervention haben wir hier Krafttraining in Kombination natürlich mit Ausdauertraining und auch Gewichttraining, zum Beispiel mindestens 2 bis 3 Mal pro Woche. Und natürlich Ziel soll, da ist ganz wichtig, dass es soll eine moderate Belastung sein. Und zum Beispiel bei Spaziergängen zum Beispiel, hier haben wir ganz wichtig ist, dass
möglichst häufig und auch oftmals im Alltag zu integrieren. Bei Ernährung, das ist ganz wichtig, eine proteinreiche, bedarfsdeckende, ausgewogene Ernährung an erster Stelle. Und Vitamin D-Substitution gilt als weitere therapeutische Option. Auch an Muskelzellen befindet sich ein Rezeptor für Vitamin D. Und einige Studien ergaben Hinweise darauf, dass sich durch interventionelle Gaben von Vitamin D die muskuläre Funktion verbessern und auch das Sturzrisiko reduzieren lassen. Hier bei Medikamenten. Verschiedene medikamentöse Ansätze zur Therapie der Sarkopenie werden oft diskutiert und getestet. Jedoch wurde noch keine ausreichende wirksame Nachweis erbracht. Und dann haben wir hier eine kurze Zusammenfassung. Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass Sarkopenie eine Form der Muskelatrophie ist, in dem ein Zusammenhang zwischen Altern und fortgeschrittener Krankheit besteht. Die Muskelatrophie kann neben der Muskelfunktionsstörung auf eine entzündliche oder eine degenerative Erkrankung, Bewegungsmangel oder auch Mangelernährung hindeuten. Es bezieht sich heutzutage auf den Verlust von Skelettmuskelmasse, Kraft, Funktion oder Leistung und auch Muskelschwund. Die weltweit anerkannte Richtlinie hierzu wurde von der Europäischen Arbeitsgruppe für Sarkopenie bei älteren Menschen entwickelt. Ganz wichtig ist die frühzeitige Erkennung von Sarkopenie in ambulant sowie stationär Behandlung. Und hier haben wir dieser Algorithmus, die bei den Screening, Identifikation, Diagnose, Bestätigung und natürlich Schwergradstufung von Sarkopenie, die auch im Studium auch integriert sind. Und obwohl die natürlichen Veränderungen, die mit Muskelschwund einhergehen, nicht aufgehalten werden können, kann die Kombination von guter Ernährung und Bewegung diesen Prozess sicherlich verlangsamen. Und ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Folien sind wieder verschwunden. Ich versuche das wieder freizugeben. Okay, es passiert immer wieder automatisch. Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr schön. Vielen, vielen Dank. Das war kurz und bündig. Applaus übers Internet. Ja, das war der kurze, bündige Vortrag. Ich hoffe, alle haben gut verstehen können. Gibt es Fragen an die Referentin? Nachfragen? Ja. Ich habe eine Frage, welche Lebensmittel denn wichtig sind für die Ernährung? Das ist eine sehr gute Frage. Erstmal eine ausgewogene Ernährung ist sehr wichtig. Und wenn wir zum Beispiel bei Nahrungsproteinen schauen, da gibt es unterschiedliche, zum Beispiel in die Aminosäurezusammensetzung. Und auch die Bioverfügbarkeit, zum Beispiel tierische Proteine im Allgemeinen sind schneller als pflanzliche Proteine zu verdauen. Und bei Eiweißzufuhr, das sind Milch- und Milchprodukte, haben sehr viel Eiweiß und auch Hülsenfrüchte und pflanzliche Proteine. Deswegen ganz wichtig ist, die Eiweißzufuhr zu erhöhen bei 25 bis 30 Gramm. Pro Mahlzeit ist ganz wichtig, obwohl ganz interessant ist auch dieser Verteilung. Das ist immer noch offen. Die optimale Verteilung der Proteinaufnahme ist noch nicht aktuell. Zum Beispiel zum Frühstück ganz viel oder Mittag oder Abend, das kommt darauf an, die Verteilung. Aber ganz wichtig, Milchprodukte haben sehr viel Eiweiß und ganz, ganz wichtig ist auch eine ausgewogene Ernährung. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Was machen denn die Vegetarier und Veganer? Genau, da haben wir pflanzliche Proteine, Hülsenfrüchte, haben sehr viel Eiweiß
und auch unterschiedliche, gibt sehr viel pflanzliche Proteine, die genauso gut wie tierische Proteine. Aber Sie sagten ja, die tierischen sind besser. Ja, das ist in der Forschung nachgewiesen, dass sie nicht besser, das sind einfach, sie sind schneller verdaut im Vergleich zu pflanzlichen. Nicht, dass sie besser sind. Das ist nur dieser Aminosäurespeicher, die dann den Verdauungsprozess auch beeinflussen. Gibt es denn Erkenntnisse zu den Ursachen des Muskelschwundes? Ist das vielleicht genetisch bedingt oder weil es ja nicht alle betrifft? Genau, das gibt unterschiedliche Ursachen und zum Beispiel, ich kann, weil ich bin Schwerpunkt, bin ich bei Leberzirrhose zum Beispiel, Krankheitssarkopenie und da erstmal die genaue Pathophysiologie ist noch nicht verstanden und deswegen haben wir auch in unserer Forschungsgruppe, wo wir versuchen zu verstehen, wir wissen, gibt unterschiedliche Aspekte, die beeinflussen. Zum Beispiel haben wir Mangelernährung, die eine Rolle spielen und auch versuche das besser zu erklären, zum Beispiel im altersbedingte Sarkopenie, das ist ein normaler Prozess, im Laufe des Jahres nimmt die Muskel ab, das ist normal. Und dann versuchen wir zumindest dieser Prozess zu verlangsamen und auch, das ist dann mit einer Ernährung und auch Sport. Und bei Krankheitsbildern, da haben wir unterschiedliche Faktoren, zum Beispiel wir haben chronische Erkrankungen, sie sind immer miteinander verbunden. Sie sind immer zum Beispiel durch eine chronische Erkrankung kommt es zu einer Mangelernährung. Einer Mangelernährung kommt es dazu zu einer Sarkopenie und immer wieder, sie beeinflussen sie sich gegenseitig. Deswegen ist die Pathophysiologie noch nicht komplett verstanden worden und das ist auch ein Schwerpunkt in der Forschung, wo wir gerade sind, wo wir versuchen, eine Humanstudie und auch mit einer, zum Beispiel einer Mausstudie zu kombinieren und zu gucken, bei den Mäusen sieht es so aus und bei der Menschen und dadurch können wir diesen Prozess besser verstehen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet. Ja, danke schön. Ich habe noch eine Frage. Gibt es Gegenspieler für die, also gegen die Eiweißaufnahme, dass bestimmte Mittel die Eiweißaufnahme behindern, weil Sie auch in Ihren Aufzeichnungen gesehen hatten, dass Vitamin D-Gaben nur bedingt erfolgen sollten? Genau, das ist eine sehr interessante Frage. Und genau, ich muss mich kurz überlegen. Allerdings, das bei Vitamin D stimmt. Bis jetzt würde ich sagen, bestimmten Hindernisfaktoren. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen recherchieren. Und ich würde gerne, wenn Sie eine E-Mail schicken, meine E-Mail-Adresse ist auf der Hochschulseite, ich kann gerne das nochmal recherchieren und genauer sagen. Auf die Schnelle komme ich nicht dazu, aber nein. Ich weiß, dass ich da ein paar Literatur habe in die Richtung. So wichtig war mir das nicht, es ist mir nur aufgefallen. Genau, für mich ist sehr wichtig und ich würde gerne Sie beantworten. Dann melde ich mich per E-Mail bei Ihnen. So, vielen Dank. Gerne weitere Fragen? Ja, Sie sagten, wenn man in der Jugend viel Sport macht und so weiter, ist das ganz wichtig, dass man dann auch später im Alter da nicht so die Probleme hat. Genau, ganz wichtig, es ist im jungen Jahr das zu maximieren, wie Sie hier sehen können in dieser Abbildung. Und das ist einer Muskelverlust ist auch ein Prozess des Veralterung. Das ist normal und das kommt auch. Und das Ziel ist, wie Sie hier sehen können, hier haben wir zwei Individuen. Einer hat versucht, zumindest dieser im frühen Jahr zu maximieren, hier zu erhalten und hier zu minimieren. Und hier können Sie sehen mit dieser Vergleich.
Das wird trotzdem, die Muskel wird trotzdem runtergehen, aber zumindest nicht so schnell, als wenn nichts getan. Mhm. Sehen Sie den Unterschied? Und deswegen ist das wichtig, diese Kurve hier eher hier oben zu sein, als hier unten. Das ist eine sehr schöne Grafik, ja. Ja, deswegen sollte man noch die Kinder oder Enkel und so weiter noch mehr für Bewegung anhalten, ne? Sehr, sehr wichtig. Oder da haben Sie recht. In den Schulen auch. Da müsste dann vielleicht noch mehr gemacht werden. Oder in den Kindergärten oder was weiß ich. Oder was könnte man da machen? Ich selber war mal an der Sportschule und ich glaube, das hat mir auch sehr gut getan. Da haben Sie recht, weil wir haben heutzutage auch mit Übergewicht ein großes Problem. Und das ist ganz wichtig auch, weil dieser Krankheiten, wir haben auch in Sarkopenie, sarkopenische Adipositas. Das kommt auch häufig vor. Und deswegen ist das wichtig, auch in jungen Jahren, das irgendwie zu integrieren im Alltag und auch im Lebensjahr, das weiterzumachen. Okay, gibt es weitere Fragen an Frau Meier? Aus meiner Sicht nicht. Gut. Vielleicht kann ich auch erklären über unser Projekt, was wir machen. In unserem Projekt, wir untersuchen Sarkopenie und auch Mangelernährung bei Patienten mit gastrointestinaler Erkrankung. Und hier in Neubrandenburg haben wir gesunder Kontroll rekrutiert. Und in unserer Forschungsgruppe haben wir zum Beispiel die Muskelmasse, nutzen wir die Bioimpedanzanalyse. Das haben wir hier vor Ort und da messen wir dann die Skelettmuskelmasse. Und dann zum Handkraft haben wir ein Handkraftgerät, was wir nutzen. Und dann zum Gehgeschwindigkeit haben wir dieser Gehgeschwindigkeitstest. Und das ist auch interessant zu sehen, wie zum Beispiel bei den neuen Kriterien hier als Referenzwerte. Sie geben nicht vor, zum Beispiel dieser Biergerät. Hier haben wir in unserem Biergerät haben wir zum Beispiel anderen Werte und jetzt ist es ganz spannend zu suchen, was für Werte können wir verwenden und auch dazu beitragen in die Wissenschaft und auch in die Richtung dieser pathophysiologischen Mechanismen, nicht nur bei Krankheiten, aber auch in allgemein besser zu verstehen. Und deswegen finde ich dieses Thema sehr spannend und ganz wichtig. Steht die Präsentation im Internet zur Verfügung? Ja. Wir haben die jetzt aufgezeichnet, die Präsentation. Die Aufzeichnung läuft im Hintergrund und Sie werden sie erstens ab morgen dann sehen können, auch über die Homepage der Hochschule, beziehungsweise werden wir auch über das Radio noch veröffentlichen. Die Probanden, haben Sie die vorher ausgesucht oder wie ist da die Grundlage gewesen? Wir haben eine In der Zeitung haben wir geschrieben, dass wir Probanden suchen, aber wir haben damit, weil wir hatten eine begrenzte Zahl, wir konnten nur 100 rekrutieren und wir haben so viel Anfrage bekommen, dass wir leider nicht alle in die Studie inkludieren können. Genau, das war leider, wir wollten alle, aber wir konnten nicht alle nehmen. Wir haben die Erste, die sich gemeldet haben. Und da wir auch die Altersgruppe auch geteilt haben, konnten wir nicht nur in einer bestimmten Altersgruppe rekrutieren. Wir müssen dann in jeder einzelnen Altersgruppe zum Beispiel 10, 10 und so weiter. Und deswegen war das leider, die Kapazität hatten wir nicht, alle zu rekrutieren. Aber wir haben in die Zeitung und auch in die Seniorenschule haben wir geschrieben und auch in die Hochschule intern. Und viele haben sie auch gemeldet. Zum Arzt gehen. Vielleicht nochmal eine Frage, und zwar zu dieser Präsentation, die Sie eben genannt haben. Wie kommt man auf diese Zahlen für Handkraft, für den Geschwindigkeitstest, beziehungsweise für das Sitzen von 15 Sekunden, also in 15 Sekunden fünfmal? Wer hat das festgelegt? Genau, diese Werte wurde dann festgelegt von mehreren Studien, wurde mehreren Studien gemacht. Zum Beispiel diese europäische Arbeitsgruppe besteht auch unterschiedliche Organisationen, die Sarkopenie und so weiter und alles mögliche untersuchen.
Und diese Werte kommen auf unterschiedliche Studien, das heißt dann Validierungsstudie, und wurde dann die Referenzkollektiv verglichen worden und dann wurde Festwerte festgelegt. Und das, aber natürlich ist das ein Problem, zum Beispiel die Werte müssen auch gerätspezifisch sein. Zum Beispiel, wir nutzen ein anderes Biergerät von einer anderen Organisation, aber die sind nicht, zum Beispiel, sind nicht in der Forschung ist das Ziel zum Beispiel, sie wurden diese Werte von unterschiedlichen Studien genommen und dann haben sie das zusammengefasst. Und wir haben jetzt in unserer Forschungsgruppe schon gesehen, gibt Werte, die zum Beispiel nicht passen, und wir versuchen das besser zu verstehen und auch mit jeder Untersuchung und so weiter trägt jede Gruppe bei, diese Werte erstmal nah an den Genauigkeit zu bringen. Und auch gibt zum Beispiel, wir arbeiten mit statistischen Software, wo wir auch mit Formeln arbeiten können, um das, diese Werte richtig festzulegen. Deswegen kommt aus uns unterschiedlicher Studien und viele Organisationen, die sich zusammen verbunden sind. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, ich habe noch eine. Und zwar, gibt es bestimmte Grunderkrankungen, die einen Menschen für den Muskelschwund besonders anfällig machen? Laut Statistik. Laut Statistik, eigentlich haben wir neurologische Erkrankungen und chronische Erkrankungen auch. Und genau, ich glaube, chronische neurologische Erkrankungen. Ja, weil sie sind, diese Entstehung von Sarkopenie, es ist sehr komplex. Und oft ist das, dass zum Beispiel entzündliche Erkrankungen verursachen, auch anderen Faktoren wie Appetitlosigkeit, Anorexie, gibt unterschiedliche Krankheiten, die das die dazu führen. Und auch Mangelernährung. Ist noch irgendeiner, der eine Frage hat? Ja, ich möchte zwischendurch mal Danke sagen an die Organisatoren, dass die Seniorenhochschule auch auf diese Art und Weise durchgeführt werden kann. Danke auch an die Referentin für den interessanten Vortrag. Sehr schön, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, wenn jetzt erstmal so keine Frage mehr ist, vielen Dank, Frau Meier. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass wir nächste Woche einen weiteren Vortrag haben von Professor Dr. Kai Brauer zum Thema Gesünder durch Engagement. Engagiert für Gesundheit. Also Herr Brauer wird dann nächste Woche Donnerstag auch den Vortrag halten, auch über WebEx wieder, gleiche Methode. Sie kriegen aber einen neuen Link von mir, über den Sie sich gerne auch einwählen können. Es ist wieder 17 Uhr. Gern bringen Sie alle Fragen mit, die Sie zu dem Thema haben. Und vielen Dank nochmal, Frau Meier. Das hat sehr gut geklappt, fand ich. Ich hoffe, alle konnten gut folgen. Der Ton war hoffentlich mehr oder weniger okay. Und wenn jetzt erstmal keine weiteren Fragen sind, würde ich Frau Meier entlassen. Hat sie sehr gut gemacht. Vielen Dank. Dankeschön und vielen Dank, dass Sie alle sehr schön. Und ansonsten wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend. Ich hoffe, dass Sie nächste Woche wieder mit dabei sind, dass wir uns wiedersehen. Berichten Sie auch gerne Freunden und Bekannten von uns. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal weiterhin online, solange wir müssen auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir stellen es auch nochmal online auf unserer Homepage der Hochschule und im Radio sind wir demnächst auch. Falls Sie es nochmal nachhören möchten oder Tipps geben wollen Ihren Verwandten und Bekannten. Ansonsten schönen Abend und bis demnächst hoffentlich. Schönen Abend. Dankeschön. Ja.